Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir sind hier vor diesem Tor stehen geblieben, immer noch auf der Jagd nach diesem seltsamen Hauptmann und seinem seltsamen Tagebuch. Und dann wollen wir noch mal schauen, ob wir das hinkriegen, als so ein kann kaputter sein, Azubi wir sind. Dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lag Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Eine gute Idee. Haltet das Schwein, bringt ihn um! Mich töten? Ach, ihr törichten Jungs. Ich glaube, ihr versteht einfach nicht, wie das funktioniert. Ach, nach Medizin suchen? Endlich Medizin. Ja. Schon besser. Das ist schon besser. Oh ja. Endlich können wir wieder ein bisschen hüpfen, hüpfen, hüpfen und so weiter. Dann wollen wir doch mal nach diesem Kerl suchen. Wo ist er denn? Da oben wahrscheinlich. Ah, wir müssen ja nicht völlig offensichtlich hier rumspringen und so. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Und voilà. Warts. Das wäre eine weitere Möglichkeit gewesen, einen Kill durch einen Heuhaufen hinzukriegen, aber wir haben ja schon unsere 5. Ich kenne den Mann. Halt. Hübsches Gewehr. Hm. Hübscher Tod. Ah, Moment mal. Ach nee, genau. Ich muss jetzt dran gewöhnen hier. Alter, kaboom, das war aber ziemlich leise. Was mir sehr aufgefallen ist und was ich irgendwie ein wenig sehr schade finde, wenn ich ehrlich bin, ist, dass der Sound in Assassin's Creed Revelations irgendwie einige Bugs hat und irgendwie öfter mal sehr leise Geräusche hat oder manche Geräusche und Aussagen von Ezio in einer seltsamen, miesen Qualität abspielt. Eieiei. Oh Gott. Wo kommen die denn auf einmal her? Lass das mal schön bleiben. Echt, lasst mich mal in Ruhe hier klettern, bitte. Ich bin ein bisschen wichtiger als ihr. So, und immer weiter. Au! Gib dein Bestes, Malaka! Dieser Hauptmann ist ein ziemliches Arschloch und hält anscheinend nicht viel von seinen eigenen Leuten. Hm. Und was ist das, bitte? Oh! Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Weil ich lieber töte, mein Freund. Hörst du denn nie auf zu winseln? Tja, der alte Hund hat doch noch Zähne. Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Nicolopoulos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte Altairs Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los! Requiescat in pace, Bastardo. Alter, Ezio, du warst aber auch schon mal besser gelaunt. Richtiger Grumpy, Ezio. Der alte Tempel, Nicolopoulos Tagebuch. Oh, Moment, können wir dich plündern? Wir versuchen es mal. Na, vielleicht war ja noch ein bisschen Kohle drin. Dieser Apfel. Er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl. Das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Wir können anscheinend immer zuhören, was sie so erzählen. Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt.
Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen. Lernen. Warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und, dich löschen. Oh, ein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Sehr viel haben wir jetzt daraus nicht gelernt. Noch nicht wirklich. Mal schauen, ob es noch mehr Erinnerungen gibt. Sean, ich bin's. Oh. Was ist los? Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja, ich bin bald da. Gut. Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt Desmond noch auf Eis? Ja, wir messen sehr viel Hirnaktivität. Aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. Haben wir gerade deren Telefonat zugehört? Wieso können wir das? Seltsam. Und Lucy ist schon begraben? Traurig. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Schön, dass er jetzt Claudia immer schön Briefe schreibt. Sequenz 2, Schmelztiegel der Welt. Konstantinopel im Mai 1511. Istanbul. Eine wichtige Stadt. Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach. Eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si. Da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopoli. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantini. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel, Konstantini ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Ein interessanter junger Mann. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet.
Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, B.F.N.D. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardim ed belirmim, Efendim. Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig olmayin. Was zum... Koshkeldin kardesim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de la la la. Prego? Vergebt mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Oh, sehr freundlich, Yusuf. Und das gerade war Prinz Süleyman? Was? Im 16. Jahrhundert kannte die ganze Welt diesen Namen. Süleyman der Prächtige nannte ihn man ihn im Westen. Den 10. Sultan des ständig expandierenden Osmanischen Reiches. Das ist ein Sultan? Achso, als Ezio Süleyman traf, war er noch ein junger Mann mit nur sehr geringen Aussichten, jemals Sultan zu werden, denn sein Vater Selim war so ziemlich der Letzte in der osmanischen Thronfolge. Also widmete er sich, seine Ausbildung, Wow, also der Kerl, den ich gerade getroffen habe, wird später mal Sultan. Sehr cool. Und das hier ist das Konstantinopel, das wir heutzutage Istanbul nennen. Eine sehr, sehr bedeutende Stadt, viele, viele Jahrhunderte lang. Gerade weil es vor allem eben die Grenze zwischen Europa und Asien darstellt. Und ich glaube, dem Kerl kann ich wohl vertrauen, weil wenn man gerade in der Zwischensequenz drauf geachtet hat, der Kerl hatte sogar versteckte Klingen unterm Arm. Der scheint mir direkt sympathisch, der wird wohl in Ordnung sein. Und, ach komm, reden wir doch direkt mal mit ihm. Yusuf Tazim. Abstergo hat vor ein paar Jahren einige Informationen zu diesem Mann zusammengetragen. Sein Vater war Assassin und vermutlich traf Yusuf deshalb ebenfalls im Orden bei. Wurde Papa Tazim getötet, hat er die Familie verlassen, man weiß es nicht. Huh, okay. Aber ein Assassine, von daher so oder so gut. Und es wurden vorhin ein paar arabische Wörter manchmal gesagt, glaube ich, von dem Süleyman zum Beispiel. Und von daher, glaube ich, werde ich doch mal die Untertitel einschalten, weil dort stehen die dann meistens ja übersetzt. Und ich finde das dann doch ganz okay, wenn man das wenigstens auch verstehen kann. Na dann führe mich mal rum. Ein warmes Willkommen. Der Meisterassassine Yusuf Tazim hat sie in Konstantinopel willkommen geheißen und möchte sie durch die Stadt führen. Lernen Sie ihn und die Stadt besser kennen. Vor der Synchronisation nicht von Yusuf entfernen. Das kriegen wir wohl hin. Willkommen im Galata-Bezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ach geil, automatische Laufen. Kessin Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit, den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur ein. 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Interessant. Schicke Stadt, muss ich sagen, Yusuf. Schicke Stadt. Hat was.
Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Heilige Scheiße. Wow. Der Mann hat Reflexe. Haltet ihn, los! Eine merkwürdige... Nein. Nur finden. Kein Kampf. Ihn ermüllen mag. Das muss ich mir merken. Kommt der Kerl nennt sich Meisterassassine? Tja, ich kann auch was. Passt auf! Templer über Templer. Na, nichts Neues. Schaut. Byzanz ist tot und du auch gleich. Was zum... Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüppel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Also können wir ja froh sein, dass momentan wieder Assassinen halbwegs willkommen hier sind. Glück gehabt. Und wir lernen auch direkt einen kennen von ihnen, von daher... Wir sind fast da. Ein guter Anfang. Fast da? Wo denn? Das hast du uns gar nicht erklärt, mein Freund. Na, lasst ihr mich wohl durch? Himmel, Arsch und Zwirn, wo kommen wir denn da hin? Galataturm. Das erinnert mich bloß an Galatasaray Istanbul, wie das heißt, diese Fußballmannschaft. Galatasaray, genau so. Hier lang? Wo sind wir? Das Hauptquartier der Assassinen betreten? Oh la la, na das klingt doch mal interessant. Okay, und was in diesem Hauptquartier so abgeht und was ja sonst noch so alles passieren wird, erfahren wir es gemeinsam beim nächsten Mal, wenn es mal wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Revelations. Mein Name ist Alex, bis dann!